Hallo Leute, herzlich willkommen zur Normannen-Kampagne in Age of Empires 4, dem neuen Super-Mittelalter-Spiel. Und hier fangen wir an mit der Schlacht von Hastings, die wir gleich auf schwierig spielen. Mal gucken, was da so abgeht, und ihr könnt euch die einzelnen Bedingungen gerne mal durchlesen. Das ist ein ultimativ mega berühmtes Kapitel in der englischen Geschichte, und da geht es einfach um die große Invasion der Normannen, die von Nordfrankreich aus der Bretagne rübergesetzt sind mit den Schiffen und dann Südengland erobert haben. Bei der Schlacht von Hastings kam es eben zur Entscheidungsschlacht. Und wir können das jetzt einfach mal nachspielen. Ist das nicht toll? Manch Kampf hinterlässt Spuren in der Geschichte, die man dem Land nicht ansieht. Dies ist der Schauplatz der Schlacht von Hastings. Man sieht nach fast 1000 Jahren keine Spuren mehr von der blutigen Auseinandersetzung. Doch hier wendete sich das Schicksal Englands. Hier wurde ein König getötet und sein Bezwinger erhob Anspruch auf den Thron. Oktober 1066. Dank ihm wissen wir, was an diesem Tag geschah. Der Teppich von Bayeux. Eine sorgsam gehegte Abbildung der Ereignisse. Er zeigt die Hauptakteure. Harald, den neu gekrönten angelsächsischen König von England. Und seinen Herausforderer. Wilhelm, Herzog der Normandie. Ihm hätte der vorherige König die Krone versprochen. Also versammelte er eine Armee, plante die Überfahrt nach England, wo er den Thron von König Harald erobern wollte. Doch ein Sturm vereitelte sein Bestreben. Derweil stellte Harald fest, dass Wikinger im Norden gelandet waren und ebenfalls seine Herrschaft bedrohten. Er eilte ihnen entgegen. In Frankreich wartete Wilhelm auf bessere Bedingungen für die Überquerung des Ärmelkanals. Das Wetter klarte auf. Er ergriff seine Chance. Meilen weiter nördlich hatte Harald die Wikinger bezwungen. Als er von Wilhelms Ankunft erfuhr, trieb er seine Armee nach Süden. Um 9 Uhr morgens, auf diesem Hügel, stand Wilhelms normannische Armee bereit für die Schlacht gegen Haralds Angelsachsen. Man harrte gespannt. Und der Preis? England selbst. Am 14. Oktober 1066 stand Wilhelm der Normanne kampfbereit am Fuße eines Hügels. Oben hatte sich König Harald von England mit seiner angelsächsischen Armee postiert. Auf diesem Hügel würde sich das Schicksal Englands entscheiden. Diese dreckigen Angelsachsen. Oh, wir werden sie alle auslöschen. Jetzt mal ohne Spaß. Die Schlacht von Hastings ist einfach legendär. Ich habe sie das erste Mal gespielt, damals bei Medieval 2 Total War. Und ich freue mich einfach gerade so. Auch, dass man vorhin sich den Original-Schauplatz anschauen konnte. Das fand ich einfach mega geil. Ich hatte voll die Gänsehaut. So, und jetzt genug gelabert. Treten wir den Leuten mal hier oben richtig kräftig in den Arsch. Attacke! Oh, schön. Die normannische Armee führte den ersten Angriff und stürmte frontal auf den Schildwall zu. Du schaffst es, du findest noch jemanden. Ja. Supreme Shepherd!
Obwohl Wilhelms Armee tapfer gegen den Schildwall ankämpfte, wollte er nicht fallen. Sobald ein Mann fiel, nahm der Nächste seinen Platz ein. Schildwall. Überlappende Schilde in enger Formation schufen eine fast undurchdringliche Barriere. Wilhelm erkannte, dass seine Armee den Schildwall nicht durchbrechen konnte und blies zum Rückzug. Rückzug! Okay, Rückzug! Los, weg! Wilhelms vorgetäuschter Rückzug funktionierte. Die angelsächsische Armee löste ihre Formation auf, um dem Feind nachzusetzen und gab Wilhelm so den nötigen Handlungsspielraum. Aha. So, dann... gehen wir mal mit denen hier so rum. Kaum hatten Haralds Männer den Schildwall aufgelöst, konnte Wilhelm sie bei ihrem Ansturm niederstrecken. Genau, die haben einfach keine Chance. Weil wir jetzt von vorne und von hinten angreifen. Genauso wie hier. Attacke. Nach links, nach links. Los, kommt schon. Nehmt die Flanke. Attacke! Oh, oh, oh. Rückzug. Die Angelsachsen setzten Reihen von Speerkämpfern gegen die Eindringlinge ein. Aber Wilhelm hatte eine Antwort. Seine scharfäugigen Bogenschützen. Ja, schön kämpfen. Okay, 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 okay. Du reitest ein Pferd. Das ist nicht so cool, was du machst. Weitere normannische Soldaten verstärkten Wilhelms Armee. So, und jetzt gleich, komm schon. In die Mitte und bam! Boost! Läuft gut für uns. England wird uns gehören. Aha! Noch mehr Leute. Okay, okay, wir brauchen noch mehr Ersatztruppen. Los! Die Flanke! Die fällt! Okay, noch mehr Leute. Oh, die Bogenschützen sind einfach so toll. Alle sächsische Bogenschützen schlossen sich dem Kampf an. Und die tödliche Kavallerie der Normannen machte sich zum Angriff bereit. Doch zuerst mussten Wilhelms Truppen die feindlichen Speerkämpfer beseitigen, deren starke Stangenwaffen ein Pferd leicht zu Fall bringen konnten. Verstärkung. Okay, gut. Ja. Wir haben einfach keine Chance. Absolut gar keine. Schön. Los, meine Freunde. Wir stehen zu nahe am Feind. Boah, die schießen weit, ey. Als die Speerkämpfer keine Gefahr mehr darstellten, konnte Wilhelms Kavallerie auf die angelsächsischen Bogenschützen losstürmen. Oh, stürmt zu! Ja. Die angelsächsische Armee war in Auflösung begriffen. Ihr Schildwall war zerschlagen und die Zahl ihrer Kämpfer schwand. Da ist der König. Nur König Harald selbst stand zwischen Wilhelm und dem Sieg.
Okay. Habe ich ihn anvisiert oder nicht? Haralds letzte verbliebene Soldaten stellten sich um ihren König, bereit, ihr Leben für das Seine zu geben. Los, Bogenschützen! Angelsächsische König Harald war gefallen. Flieht, ihr Narren! Inmitten des Chaos kämpften einige seiner treuesten Soldaten bis zum Tod, während andere panisch flohen. Panisch flohen? Ja, das ist ein kleiner taktischer Rückzug. Oh, das war knapp. Boah. Ihres Anführers beraubt und vernichtend geschlagen, rannten die letzten Angelsachsen um ihr Leben. Die Normannen feierten ihren Sieg über den König, doch Wilhelms Feldzug zur Eroberung Englands begann gerade erst. Das war ein schneller und brutaler Sieg. Wunderschön, wunderschön. Wohlan, denn nun können wir einen grandiosen Sieg unser eigen nennen und die Schlacht von Hastings war erfolgreich für uns und ganz England gehört jetzt uns Normannen. Wundervoll. Ich glaube, vorher hießen wir auch nicht Wilhelm der Eroberer, sondern irgendwie sowas wie Wilhelm der bucklige Frauenheld oder so. Auf jeden Fall war es halt nicht irgendwie so ein glanzvoller Titel. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und ich freue mich schon auf den Rest der Kampagne. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!